Bauchschmerzen sind echt schlimm. Gib mir alle Schmerzen, die du hast. Einmal mit. So schlimm? Ja. Ich bin im Krankenhaus. Warum und weshalb erfahrt ihr jetzt. Überall gibt es scharfes Essen und vor allem auf Social Media kann man sehen, wie Leute sich ziemlich krass scharfes Zeug reinziehen und dabei challengen. So wie hier. Wasabi. Chili Oil. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, that's hot. No. Aber wie gefährlich ist eigentlich Schärfe und wie scharf kann ich essen? Das probiere ich jetzt einmal aus. Isst du denn gerne scharf? Ich esse sehr gerne scharf, ja. Aber nicht mega scharf, sondern so süß scharf mache ich. Scharf, scharf nicht. Schöne Curry. Hier soll es eine richtig scharfe Currywurst geben. Die Schärfeskala hier beginnt beim Milchbrötchen, geht über den Rachenkitzler, über die Elbgranate und endet bei Stufe 12 bei der Endstation. Was traust du dir zu? Vielleicht so die Hälfte maximal. Also ich glaube, alles, was schon so sehr rot, orange ist, schaffe ich nicht. Nee. Du musst schon bei 6 starten. Die ersten 4 Dinger, die kann man locker überspringen, weil das ist eigentlich für die, ich sag immer, für die Norddeutschen. Okay, willst du eine Barometerwurst mal probieren? Barometerwurst? So in 3 Schärfegraden? Ja. 5, 6, 7? Mega, perfekt. Also beginnt bitte von links nach rechts schneiden. 5, 6, 7. Du wirst die Übergänge hoffentlich merken. Okay, ich finde, es sieht sehr gut aus. Mmh. Geht noch? Süß. Sehr süß. Die Wurst kommt richtig gut durch. Das ist eine sehr leckere Wurst. Und es ist leicht scharf. Nochmal eine ordentliche Steigerung. Immer noch sehr fruchtig. Erinnert mich immer noch sehr stark an Tabasco. Ich würde sagen, es ist auch meine Grenze von, es ist genießbar. Ich habe noch Spaß beim Essen. Wie weit kannst du denn essen, Stefan? Ich habe früher sehr viel und sehr oft scharf gegessen. Ich kann das nicht mehr ab, weil irgendwann auf Dauer geht es echt wirklich auf den Magen. Aber so vom Probieren her würde ich nie wieder eine 10, 11 oder 12 probieren wollen. So. Also auch nicht ein Stück, weil das einfach zu lange nachbrennt. Du hast ja echt eine Viertelstunde was davon. Schärfe ist keine Geschmacksrichtung wie süß oder salzig, sondern ein Schmerzempfinden. Wenn ich zum Beispiel eine stark mit Chili gewürzte Currywurst esse, dann dockt der Stoff Capsaicin bei Rezeptoren im Mundraum an. Dadurch fließen zum Beispiel Calciumionen. Das Signal an mein Gehirn? Schmerzen. Ich fühle ein Brennen in meinem Mund. Schärfe steht im Verdacht, kurzfristig Herzschlag und Blutdruck zu beeinflussen. Ich fange an zu schwitzen. Und neben Stresshormonen werden auch Glückshormone ausgeschüttet. So, und für mich gibt es jetzt die Next Levels. Schärfegrad 8, 8,5, 9 und hinten die 9,5. Ich habe jetzt ein paar Pommes zugemacht wegen Löschen. Gunnar, meinst du, ich schaffe die? Ja, weiß ich nicht. Aber geht noch? Ja. Geht voll klar. Das ist scharf. Es ist sehr scharf. 8,5? Ja. Keine Süße mehr, es brennt einfach nur noch im Mund. Schmeckt ein bisschen Wurst und meine Augen fangen an zu tränen. Ich hab schon Schluck auf jetzt. Ja, 8,5 ist eine Ansage. Kannst du mir ein Taschentuch geben, bitte? Ja, ist scharf. Ich will auch nicht mehr scharf essen. Reicht. Wer eine scharfe Wurst unterschätzt, bekommt eine fette Schlagzeile. Hier hängt sie wie zur Warnung. Die 12 geben wir gar nicht mehr raus. Da gab es schon mal Ärger vom Verbraucheramt, weil die Leute nach der 12 sich wirklich den Magen auspumpen lassen haben. Die haben zu Hause nach 2-3 Stunden fängt das ja an erst zu verdauen. Du hast richtig gekrampft. Da gab es schon mal so ein bisschen Gesprächsbedarf. Ich darf das nur noch rausgeben bei so einem Schärfeessen mit Unterschrift. Nüchtern und halt eben ein RTW, also Rettungskrankenwagen, sollte immer dabei sein, weil, wie gesagt, einer von so und so viel, die haben halt eben allergische Reaktionen, dann kippt er auch mal um. Ich kapituliere für heute. Dabei ist die 9 nichts im Vergleich zu dem, was mich in dieser Recherche noch erwartet. Auf den verschiedenen Plattformen gibt es unzählige Clips von Leuten, die genau das machen, ihre Schärfetoleranz offensichtlich falsch einschätzen.
Oh mein Gott, das ist... Hot Sauce. My fuck is embarrassing. 4 to 5 hours later, my stomach was hurting so bad. It felt like someone was squeezing my intestines. Ein richtig scharfes und umstrittenes Produkt ist der Hot Chip. Gunnar bestellt ihn für mich, als das noch problemlos geht. Gibt's da eine Sicherheitswarnung oder so? Nö. Nee? Es gibt eindrückliche Berichte, dass Jugendliche nach dem Konsum im Krankenhaus gelandet sind. Das amerikanische Pendant zum Hot Chip wurde nach dem Tod eines Teenagers aus den Läden genommen. Auch in Deutschland haben einige Bundesländer den Hot Chip untersuchen lassen. Das Ergebnis? Die Schärfe sei teilweise extrem und würde stark schwanken. Sie warnen vor dem Verzehr des Hot Chip. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt. Während unserer Recherche kündigt der tschechische Hersteller an, den Export nach Deutschland und in andere EU-Länder zu stoppen. Die Herstellung werde man erstmal pausieren. Man arbeite an einer neuen Rezeptur. Wir treffen gleich jemanden, für sie kommen die Warnungen zu spät. Vor einiger Zeit hat sie den Hot Chip gegessen. Wie war's? Dann setzen wir uns mal hin. Ja, da ist dein Platz. Welche Rolle spielt TikTok bei solchen Sachen? Daher kommen halt die ganzen Ideen. Wenn man das immer wieder sieht, dann merkt man, wie viele Leute es ausprobiert haben. Und dann sozusagen der Drang, es selber auszuprobieren, steigt dann halt ein bisschen. Oh, meine Nase brennt. Ich will das nicht. Scheiße, ah! Ich mach auf. Ich so, warum habe ich das jetzt gegessen? Weil in dem Moment wollte ich einfach nur, dass die Schärfe wieder weg ist. Und dann meinte ich auch, das mache ich nie wieder und so. Wir fragen den Hersteller nach Gesundheitsrisiken. Er schreibt, wir haben dieses Produkt seit Jahren an Millionen von Menschen verkauft, ohne dass es Berichte über Erkrankungen oder ernsthafte Schäden gegeben hat. Und was ist mit den Jugendlichen? Es gibt keine Altersbeschränkung für die Schärfe von Chilis. Dennoch dachten wir, dass es für Kinder ratsam wäre, dieses Produkt zu meiden. Deshalb haben wir das auf dem Etikett angegeben, aber das war nur unsere gut gemeinte Empfehlung. Ich kenne jemanden, der Chilis anbaut. Die Carolina Reaper bringt er gleich mit. Ihr erinnert euch, es ist die zweitschärfste Chilisorte der Welt und soll auch auf dem Hot Chip sein. Thomas züchtet im kalten Schleswig-Holstein heiße Chilis. Er hat offensichtlich einen scharfen Daumen. Das sieht aus wie Jalapeno oder so. Nee, das ist Achi Limo. Das ist schon wesentlich schärfer als Jalapeno jetzt. Was brauchen Chilis hier, um gut zu wachsen und vor allem besonders scharf zu werden? Sie brauchen zum Wachsen relativ wenig, außer genügend Dünger und Stickstoff. Und es ist so, am Ende, je heißer und trockener in der Reifephase die Pflanze steht und umso mehr Stress sie ausgesetzt ist, umso mehr steckt sie die Power in die Früchte, damit sie schnell sich vermehren kann. Ne? Also umso schärfer ist dann auch die Chili. Scharfes Essen soll auch manch positiven Effekt haben. Den Stoffwechsel anregen, die Verdauung, die Durchblutung. Solange man es nicht übertreibt. Bei Chilis schwankt die Schärfe von Sorte zu Sorte und Frucht zu Frucht. Die Einheit, in der Schärfe gemessen wird, heißt Scoville. Je mehr Scoville-Einheiten, desto schärfer. Eine Jalapeno zum Beispiel erreicht ungefähr bis zu 8000 Scoville-Einheiten. Eine Habanero schon bis ca. 350.000. Die Carolina Reaper kommt auf bis zu 2,2 Millionen Scoville-Einheiten. Die schärfste Chili-Sorte seit diesem Jahr ist Pepper X. Circa 2,6 Millionen Scoville-Einheiten. Bei den Chilis, umso schrumpeliger die sind, umso schärfer. Ja, echt? Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber man kann das schon einigermaßen pauschal sagen. Der scharfe Stoff in der Chili heißt Capsaicin. Wo sitzt das in der Frucht? Das ist die Carolina Reaper. Und diese hier ist ebenfalls höllisch scharf. Also das hier ist die Plazenta, dann sind hier die Samen dran und hier ist dann die Scheidewand und da sind dann die Capsaicin-Drüsen eben hier so verteilt. Hm. Scharf. Boah. Das war dumm. Ja, es ist sehr doll, ne?
Und zum Abschluss macht er uns mit seinen Chilis eine Hot Sauce. Das. Man merkt das in den Atemwegen. Ne? Oh Gott. Willst du auch probieren? Ganz kleines bisschen. Dankeschön, warte. Oh. Oh, es brennt. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch alles brennen wird. Was macht dir so Spaß dran, mit Chilis und mit Schärfe zu spielen? Herauszufinden, dass es möglich ist, karibische Chilisorten hier aus Samen zu ziehen und selber anzubauen in Norddeutschland und dann auch zu so einer Reife zu bringen, die Früchte, dass man beim Probieren einen Schluck aufbekommt, finde ich ganz schön geil. Chilis sind für mich so ein bisschen Benzin für die Seele. Chilis sind auch Benzin für Klicks. Heute gibt es 2 Millionen Scoville, genauer gesagt die schärfste Chili der Welt, Wooden. Influencer wie Leon Rosenau essen ständig extrem scharf. Was ist eigentlich der Kick am scharfen Essen? Wahrscheinlich sind es die Schmerzen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist einfach die Challenge an sich. Es ist die Challenge, man geht über seine Grenzen hinaus und man fühlt sich danach einfach irgendwie besser. Los! Und dein Magen ging es danach okay? Naja, nach so einem Schärfe-Wettessen, um ehrlich zu sein, das machen alle Wettesser, dann geht man auf die Toilette und entleert seinen Magen. Das kann kein Mensch verdauen, das geht nicht. Also da würde man ins Krankenhaus kommen, das muss man wieder loswerden. Heute gibt es 8 Hot Chips, einen guten. Mega lecker. Also ich finde grundsätzlich so eine scharfe Challenge ja gut. Die Sache ist nur die, man sollte das natürlich nur machen, wenn man schon gerne scharf isst, wenn man schon öfter scharf gegessen hat, was halt gefährlich ist, wenn dann Anfänger, die noch nie was Scharfes gegessen haben, dann auf einmal so eine Challenge machen. Da sehe ich eben die Gefahr. Und dahingehend müssen wir unbedingt aufklären, dass sowas nicht passiert. Wir haben TikTok dazu eine Anfrage geschickt an 3 Adressen. Eine Antwort haben wir leider nicht bekommen. Scharf ist übrigens nicht gleich scharf. Es gibt viele unterschiedliche Substanzen, die bei uns Schärfe auslösen können. Wir zeigen euch ein paar Beispiele davon. Im Knoblauch macht Allicin die Schärfe. Mmh, ist gut. Gingerol heißt die Substanz, die den Ingwer scharf machen soll. Oh. Senföle machen den Senf so scharf und man findet Senföle nicht nur in Senf, sondern auch in Sachen wie diesem Wasabi hier. Und Senföle brennen nicht im Mund, sondern oh, sie kitzeln ganz doll in der Nase. Das Piperin verleiht dem Pfeffer seine Schärfe. Fun Fact: Pfefferspray enthält keine Piperine. Capsaicin, so heißt der wahrscheinlich bekannteste Scharfmacher. Er steckt übrigens auch im Pfefferspray. Und Capsaicin kommt aus dieser Frucht, der Chili. Capsaicin kann unfassbar wehtun, so wie jetzt gerade. Capsaicin kann aber auch ein bisschen die Geschmackssinne unterstützen, nämlich dass man süß und salzig etwas intensiver schmeckt. Sprich, Chili kann dadurch ein bisschen helfen, dass die Gerichte ein bisschen leckerer schmecken, solange sie nicht höllisch wehtun. Oh. Oh. Wie gefährlich kann eigentlich Schärfe sein? Und was macht das mit meinem Körper? Wir wollen das einmal unter medizinischer Aufsicht untersuchen. Und deswegen esse ich gleich den super scharfen und sehr umstrittenen Hot Chip. Heute ist der große Tag und das ist die letzte Mahlzeit vor dem Schmerz. Auf dem Weg zur Klinik mache ich spontan einen Testkauf. Ist der Hot Chip nach dem Exportstopp auch aus den Läden verschwunden? Guten Morgen, Grill. Hier kann man das Ding also noch kaufen. Wir haben gleich eine Verabredung mit Dr. Nier. Ich kenne ihn von meinem Salzexperiment. Er hat sich in die Forschung eingelesen und ein umfangreiches medizinisches Programm vorbereitet. Guten Morgen. Hallo. Lange nicht gesehen. Schön, schön sich zu sehen. Dr. Nier wird heute verschiedene Vorher-Nachher-Tests mit mir machen. Unter anderem Troponin, Laktat und NSE. Er untersucht mein Herz und andere Organe.
Er will auch wissen, ob es zu Darmverletzungen kommt. Man muss halt Handschuhen, den Finger in den Popo tun und ein bisschen Stuhl besorgen und dann drauf schmieren. Ganz ehrlich, bitte was? Moment, noch einmal ganz kurz. Oh Gott. Entschuldigung, es ist nicht zum Lachen eigentlich. Aber ich habe schon gelesen, was ich geschrieben habe. Ja, ja. Oder du möchtest das von mir machen lassen. Nein, ich krieg das schon hin. Er ist eine Scheibe vor. Okay, ja. Aber so kann ich doch filmen. Aber durch das Milchglas? Naja, gut, wir gehen mal. Schade. Dr. Nier will wissen, ob die Schärfe einen Effekt auf die Gefäße meines Kopfes haben könnte. Deshalb ein MRT. Das ist mein Gehirn vor dem Hotchip. Für den Fall der Fälle hat man im Krankenhaus alles ready. Ich würde das Experiment ja nicht ohne Arzt machen wollen. Speiseröhrenverletzung, Herzinfarkt, Probleme am Kopf, ähnlich wie einem Schlaganfall, vielleicht im Darmbereich mit Blutungen. Auf keinen Fall würde ich diesen Chip unkontrolliert und oder einfach aus Genussgründen und ohne Hilfe essen. Im Grunde würde ich ihn gar nicht essen. Er hat keinerlei Konsumentenstatus aus meiner Sicht. Gut. Okay, gut. Dann, Hans, hast du den Chip da? Ja. Also wegen der Dämpfe oder wegen des Pulvers mache ich jetzt die Maske drauf. Da ist auch schon Pulver. Das ist der Chip. Nee, da kommt jetzt richtig was runter. Das ist jetzt alles drauf. Niemals ins Gesicht fassen. Mhm. Auch nicht mit der Hand. Nicht atmen. Während dem Kauen nicht atmen. Wie ist der erste Eindruck? Scharf ist es, aber es geht. Also es brennt höllisch, aber oh, jetzt wird scharf. Jetzt kommen die Rezeptoren. Calcium geht rein und sie suchen Calcium. Sie finden kein Calcium und belohnen dich mit Schmerz. Es brennt wie Hölle. Aber es zieht jetzt durch dein Gesicht. Auf. Lippen brennen, Zunge brennt. Ich schluck auf. Blutdruck ist leicht gestiegen. Die Herzfrequenz hat 30% Zuwachs gegenüber Ausgang. Geht los. Oh. Also er hat schon gegessen. Hat schon. Ja, geh mal rein. Er stirbt schon. Okay, 37,8. Temperatur erhöht. Alles brennt. Also Brust brennt, Bauch brennt, Mund brennt. Alles brennt. Wie Hulle. Panik oder irgendwie so? Ganz leicht. Leichte Fluchttendenz, dass du denkst, ich will einfach hier weg, ich habe die Schnauze voll. Ja. Ich habe einfach nur das Gefühl, wie dumm bist du eigentlich, dass du diesen Chip jetzt hier gegessen hast. Gefühl von wegrennen, ich will das nicht haben, es tut so doll weh, dass es aus meinem Körper verschwinden soll. Das ist sehr unangenehm. Ein bisschen schlucken, weil dein Magen, ja. Da ist ja auch das Capsaicin, das will ja auch beruhigt werden. Also kann ich was essen? Ja. Ach so, ja. Oh, danke. Oh. Oh. Lecker. Toastbrot mit Fischkäse. Mmh. Mmh. Oh, es hilft sofort. Besser, ne? Es kühlt. Oh. Oh, es ist lecker. Also von Chip ist jetzt nur noch leicht brennender Mund und Bauchschmerzen, aber ansonsten geht's mir okay. Endgegner. Ich will auch noch die Carolina Reaper snacken. Circa 2 Millionen Scoville-Einheiten. Schaffe ich das? Hast du was gegen Bauchschmerzen? Ich habe auch was gegen Bauchschmerzen. Kannst du mir das geben? Ich kann dir das geben. So, dann geben wir ein bisschen Buscopan, wie für kleine Kinder. Wenn das nicht hilft, können wir auch die Schmerzen verbessern. Mir wird gerade schwindelig. Oh, fuck. Der Geruch von dem Zeugs ist heftig. Mir geht's gerade nicht gut. Ich glaube, ich muss weg. Sorry, ich muss mich gerade einmal hinlegen.
Ja, dein Herzfrequenz ist jetzt auch noch mal eine Runde hochgegangen. 120. Gib mir alle Schmerzen, die du hast. Rein damit. So schlimm? Ja. Gut. Gut, Mann. Ja, das Bauchschmerzen ist echt schlimm. Ich habe richtig Bauchkrämpfe gerade. Was machst du da jetzt oben rein? Genau, Novalgin, das stärkste Nicht-Opioid-Schmerzpräparat. Und ich gebe ihm auch eine Runde was gegen die Übelkeit, denn dann wird er sich auch etwas beruhigen. Kann man sich vorstellen, warum einige in die Notaufnahme kommen? Oklahoma, würde ich mal sagen. Er ist gerade echt übel. Gib mir bitte was gegen die Schmerzen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das hier empfehle ich einfach niemandem. Gunnar, du musst jetzt aufhören zu filmen. Okay. Anderthalb Stunden später soll ich wieder aufstehen. Das zweite MRT steht an. Abgesehen von den schlimmen Bauchschmerzen, was ist mit meinem Körper passiert? Guten Tag. Vielen Dank. Guten Tag. Wie geht's? Oh, jetzt viel besser. Es war richtig schlimm zwischendurch. Die Arzt hatten schon Sorge. Eieiei. Er sieht nicht gut aus. Mal dahin. So sieht's aus, wenn man nicht untersucht und in Scheibchen schneidet. Das ist die Untersuchung von heute. Ja. Rechts mein Kopf vor dem Hotchip, links danach. Und jetzt wird's spannend. Wir kommen zur Gefäßdarstellung. Wir gucken quasi von vorne auf den Kopf. Aber wenn man sich dieses kleine Gefäß mal anguckt, hier links, dann sieht man doch, dass hier noch so kleine Verengungen zu sehen sind, die auf der Voraufnahme noch nicht da sind. Also es ist irgendwie noch wirklich eine, von dieser Chili-Substanz eine leichte Vasokonstriktion, Gefäßverengung zu sehen, die hier wirklich an so diesen ganz kleinen Arterien zu sehen sind. Sie führen aber nicht zu einer relevanten Verengung, dass man jetzt wirklich am Hirngewebe da eine Pathologie, also eine Störung der Durchblutung oder Ähnliches sehen könnte. Mhm. Sonst ist alles gleich geblieben, was ich untersuchen konnte. Man stelle sich vor, du hättest den Krampf bekommen mehr an den basalen Anteilen der Arterien. Richtig, es wäre vielleicht eine Verengung schon vorher da gewesen, die man gar nicht, die gar nicht bekannt wäre. Es wäre zum Schlaganfall gekommen. Durchaus denkbar, dass sowas entstehen könnte, ja. Also wie gefährlich ist Schärfe? Also wir wollten wissen, gibt es negative Implikationen im Rahmen dieser Chip-Challenge? Die erste Negative ist, es schmeckt nicht. Das zweite Negative ist, es mundet weder dem Mund noch dem Magen-Darm-Trakt. Ja. Das dritte ist, der Tag ist danach eigentlich versaut. Entweder man hat 2, 3, 4 Stunden Schmerzen oder man kann die Schmerzen irgendwie mit Schmerzmitteln dämpfen, ist dann aber selber ausgenockt. Aber wir haben im MRT eindeutig gesehen, dass zum Beispiel linkshemisphärisch diese kleine Seitenarterie von der Media abgehend sich schon punktuell verengt gezeigt hat. Was in den meisten Fällen reversibel ist. Aber man stelle sich vor, ohne Medikamente, man stelle sich vor, ohne Hilfe, man stelle sich vor, in einer nicht so ruhigen Setting, kontrollierten Setting, ob das nicht zu einem fulminanten, schweren Kopfschmerz und oder Folgeprobleme geführt hätte, ist fraglich. Wie gefährlich ist Schaf? Ich glaube, Schaf an sich in Maßen ist nicht gefährlich und schmeckt und ist auch durchaus gesund. Die gesundheitlichen Aspekte sollte man nicht vernachlässigen. Aber diese Form von Schaf ist eigentlich dumm. Deutsche Behörden haben vor dem Hotchip gewarnt. Einige Bundesländer haben sogar den Verkauf verboten. Wie läuft das? In Deutschland ist die Lebensmittelüberwachung Aufgabe der 16 Bundesländer. Und die hat meine Kollegin Berit alle Mitte November angeschrieben. Wer geht wie mit dem Hotchip um? Bremen schreibt uns, ein Verbot des Chips ist nicht möglich, da es sich hierbei um EU-Lebensmittelrecht handelt. Und in Hessen ist das Inverkehrbringen des Chips, unabhängig von der Charge, verboten. Und Schleswig-Holstein schreibt uns, ein chargenunabhängiges allgemeines Verkaufsverbot ohne Untersuchungsergebnis wird nicht erteilt. Das heißt, ein pauschales allgemeines Verkaufsverbot scheint nicht so einfach zu sein. Der Hersteller schreibt uns, er habe den Export nach Deutschland und in andere EU-Länder erst einmal gestoppt und die Herstellung pausiert. Das heißt, neue Ware kommt wahrscheinlich erstmal nicht nach.
Aber die nächste Challenge, vielleicht sogar vom anderen Hersteller, kommt bestimmt. Und ihr erinnert euch noch an den Stuhltest? Hat nochmal richtig gebrannt, war aber zum Glück negativ, kein Blut im Stuhl. Was habe ich jetzt eigentlich gelernt? Schärfe hat durchaus Auswirkungen auf meinen Körper und nicht nur gute, wie man im Krankenhaus gesehen hat. Ich mag aber mein scharfes Essen, wenn es nicht ausschließlich brennt und einfach gut schmeckt. Wie ist es bei euch? Welche scharfen Dinge mögt ihr gerne essen oder wann war es mal zu scharf? Schreibt es uns in die Kommentare und dann seht ihr zwei Filme. Hier das Salzexperiment mit Dr. Nier und darunter ein Film von Das schaffst du nie, ein sehr appetitlicher Film.